Willkommen bei diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und heute geht es ein zweites Mal auf diesem Kanal um das Google Pixel 3 und Google Pixel 3 XL. In den letzten Tagen hat sich nämlich einiges getan und ich glaube, es gab ein paar neue und sehr interessante Details. Und aus diesem Grund möchte ich heute erneut vor der offiziellen Ankündigung des Gerätes ein bisschen über das Google Pixel 3 sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ich habe auf diesem Kanal ja schon mal über das Google Pixel 3 gesprochen und habe euch eine kleine Prognose gegeben, was uns in etwa im Oktober erwarten wird. Seitdem hat sich allerdings wirklich einiges in der Gerüchteküche getan und wir haben viele neue Details zum Google Pixel 3 und Pixel 3 XL erhalten und es gleicht schon so ein bisschen einer Telenovela oder fast einer gezielten Marketingstrategie von Google, denn es kommen fast auf wöchentlicher Basis neue Details zum Pixel 3 zum Vorschein. Unter anderem gab es das Gerücht, dass irgendwo in der Ukraine auf dem Schwarzmarkt ein weißes Google Pixel 3 XL bzw. mehrere Modelle davon für 2000 Euro verkauft wurden. Wir haben also aus Russland bereits die ersten Unboxings, einen ersten Testbericht, also keinen wirklich ausführlichen finalen Testbericht, denn es ist immer noch eine Vorserien-Firmware auf dem Gerät installiert, aber es geht doch schon sehr stark in Richtung finales Fazit. Es gab wirklich viele hochwertige Bilder in den letzten Tagen und Wochen, überwiegend vom weißen Google Pixel 3 XL. Ich werde euch die hier auch immer wieder einblenden. Wir hatten auch ein qualitativ hochwertiges Unboxing. Ich glaube, das werde ich euch unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Und es gab dann in den letzten Tagen auch noch Bilder von einem schwarzen Google Pixel 3, also in klein, den kleinen Modell, und auch nochmal jetzt vor ein paar Tagen Bilder von einem schwarzen Google Pixel 3 XL. Mal gab es die Bilder aus einer Bahn, wo ein Mitarbeiter offen mit dem Gerät rumsaß. Mal gab es das Bild von einem Lyft, also sprich von einem Dienst wie Uber, eine Art Taxi, wo das Gerät vergessen wurde, wo es dann der Taxifahrer fotografiert hat, anschließend den Mitarbeiter von Google wieder mitgegeben hat. Ich glaube nicht immer an, an zufällige Leaks, wo irgendwie der Mitarbeiter das Gerät tatsächlich vergessen hat, sondern manchmal denke ich, ist das natürlich auch ein Teil des Marketings in der heutigen Zeit. Und wenn ein Gerät noch nicht so bekannt ist wie zum Beispiel ein iPhone, dann kann man im Falle von Google dafür sorgen, dass man mit Gerüchten und Leaks dafür sorgt, dass das Interesse im Vorfeld ein bisschen gesteigert wird und dass dann, auch schon vorher über das Gerät berichtet wird. Es steht aktuell weiterhin im Raum, dass wir dieses Jahr zwei Modelle sehen werden. Das Google Pixel 3 wird das Google Pixel 2 ablösen. Es wird höchstwahrscheinlich mit einem 5,5 Zoll großen OLED-Display erscheinen, mit einer Full HD Plus Auflösung. Und es wird oben und unten einen, wenn auch etwas kleineren, aber trotzdem noch recht dicken Rand im Jahr 2018 geben. Dafür sind auch hier Stereo-Lautsprecher weiterhin vorhanden, oben und unten. Beim Google Pixel 3 XL sieht die Sache ein kleines bisschen anders aus. Der Rand unten scheint ähnlich dick zu sein oder genauso dick zu sein. Dafür gibt es oben eine Notch, sprich das Display streckt sich hier in die Kanten des Gerätes hinein. Die Notch wurde in den letzten Wochen wirklich tatsächlich sehr oft kritisiert. Sie stand oft im Fokus, da sie nicht unbedingt breit, aber sehr tief in das Display hineinzuragen scheint. Ihr seht das ja auch hier auf den Bildern. Die Notch ist wirklich sehr präsent, sehr groß, sehr auffällig. Mit den zwei Kameras auf der Frontseite, also ja, das Pixel 3 wird zwei Kameras auf der Frontseite besitzen, allerdings weiterhin nur eine auf der Rückseite. Und mit diesen zwei Kameras auf der Frontseite, mit der Notch und noch diesem Strich für den Lautsprecher, sieht das so ein bisschen aus wie ein großes Gesicht, das ins Display reinragt. Das hat für viel Kritik gesorgt. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass Google jetzt vor der offiziellen Ankündigung wollte, dass wir wissen, wie das Gerät aussieht. Man hat vermutlich geahnt, dass die Notch nicht unbedingt gut ankommen wird in diesem Jahr, da sie nicht unbedingt die kompakteste Notch auf dem Markt ist. Und da hat man vermutlich einfach dafür gesorgt, dass wir uns bereits daran gewöhnen. Und wenn man das Gerät dann in knapp einem Monat vorstellen wird, dann wissen wir schon ungefähr, was uns hier erwarten wird. Das wissen wir auch bei der Hardware unter der Haube. Es wird vermutlich mehrere Speicheroptionen geben. Wie die in diesem Jahr genau aussehen werden, weiß ich jetzt nicht genau. 64, 128 GB, vielleicht auch 256 GB Speicher. Es wird höchstwahrscheinlich einen Snapdragon 845 geben. Das dürfte auch keine große Überraschung sein. Und was mittlerweile so gut wie offiziell bestätigt ist, ist, dass es nur 4 GB Arbeitsspeicher geben wird. Es bestand die Hoffnung, dass Google in diesem Jahr auf 6 GB Arbeitsspeicher hochgehen wird, aber es sieht momentan stark danach aus anhand der Geräte, die im Umlauf sind und Benchmarks und Co., dass wir mit 4 GB Arbeitsspeicher rechnen können.
Bisher haben wir nur zwei Farben von den jeweiligen Modellen gesehen. Es wird in einem kompletten Schwarz und in einem kompletten Weiß auf den Markt kommen. Eine sogenannte Panda-Edition, wie es sie beim Pixel 2 XL gab, wurde bisher noch nicht gesehen. Also sprich, wo der obere Bereich schwarz ist aus Glas. Gut möglich, dass Google noch weitere Farben geplant hat. Es gab ja auch vom Pixel 2, vom kleinen Modell eine andere Farbe. Ich denke, es werden nicht die einzigen beiden Farben sein und ich könnte mir gut vorstellen, dass da vielleicht auch noch eine dritte Farbe pro Gerät auf den Markt kommen wird, die wir bisher allerdings noch nicht gesehen haben und die dann vielleicht sogar auch ein kleines bisschen später kommt. Was mittlerweile auch offiziell bestätigt ist, es wird Glas auf der Rückseite geben, auch wenn die ersten Berichte immer wieder davon gesprochen haben, dass es sich teilweise ein bisschen wie Plastik anfühlt. So ganz 100% sind die Meldungen hier aktuell noch nicht, aber was mittlerweile offiziell bestätigt wurde, und das haben wir auch in einem kurzen Video gesehen, Qi ist verbaut, sprich kabelloses Laden, sprich Google hat jetzt nicht nur eine Glasrückseite verbaut, um dem aktuellen Trend zu folgen, sondern hat sich auch dazu entschieden, kabelloses Laden unter der Haube zu verbauen. Und was ich hier persönlich auch ganz interessant finde, ist eine Meldung zu einem sogenannten Pixel Stand. Das wird höchstwahrscheinlich ein Dock sein, auf das man das Google Pixel 3 XL stellen kann oder Pixel 3. Dann wird es kabellos über Qi geladen, aber gleichzeitig mit dem Pixel Stand wird dann noch ein Google Assistant ausgelöst, sprich eine Art eigene Oberfläche, mit der dann auf dem Google Pixel 3 eine Art, eine Google Assistant für Displays angezeigt wird. Ihr habt vielleicht von den smarten Displays von Google gehört, die jetzt in den USA in den Start gegangen sind. Die haben eine eigene Oberfläche, die dann zum Beispiel nicht nur den Assistant in Worten anzeigt, wo man dem Assistant nicht nur zuhören kann, sondern wo dann auch Inhalte wie Wetter, Google Maps und Co. angezeigt werden können. Gut möglich, dass Google diese Funktion jetzt in das Smartphone selbst integriert hat und dieser Assistant quasi dann mit diesem Pixel Stand gestartet wird. Kann ich mir persönlich auch sehr gut vorstellen, dass man sich dann so ein kleines Stand auf den Schreibtisch stellen kann. Man legt das Gerät drauf und dann hat man quasi einen smarten Lautsprecher direkt noch mit dabei. Finde ich persönlich eine ganz gute Idee. Und das User Interface, das Assistant, welches dann in Form mit diesem Pixel Stand gelauncht wird, haben wir auch schon gesehen. Ja, das sind dann doch einige Details, die dann nochmal seit dem letzten Video dazugaben und uns mittlerweile, glaube ich, ein sehr gutes, komplettes Bild vom Google Pixel 3 und Pixel 3 XL geben. Natürlich sind noch ein paar kleine Fragen offen, zum Beispiel, was hat sich genau bei der Kamera auf der Rückseite getan? Sie soll besser werden. Wofür werden die zwei Kameras auf der Frontseite genutzt? Aktuell steht im Raum, dass zum Beispiel eine Kamera davon eine Weitwinkelkamera ist für bessere Selfies, sprich für einen größeren Bereich, den man damit fotografieren kann. Und ich denke, dass sich vor allem bei den Kameras einiges nochmal getan hat und dass der Fokus beim Event auch darauf liegen wird. Ich könnte mir außerdem auch vorstellen, dass eine Gesichtsentsperrung mit den zwei Kameras auf der Frontseite möglich sein wird. Das haben die Tester bisher noch nicht ausprobiert, aber ich gehe auch davon aus, dass noch nicht die finale Firmware von Android Pie auf dem Gerät installiert war. Die Prototypen, die jetzt im Umlauf sind, waren mit Android 9.0 Pie unterwegs, sprich der aktuellen Version, die man auf dem Pixel 2 testen kann. Ich denke aber, dass das Pixel 3 dann noch ein paar exklusive Funktionen bekommen wird. Ein Datum haben wir mittlerweile übrigens auch. Die Einladung von Google ist aktuell noch nicht offiziell verschickt worden, aber von einer sehr zuverlässigen Quelle haben wir bereits erfahren, dass das Google Pixel 3 und Pixel 3 XL am 9. Oktober in New York vorgestellt werden. Sprich, es wird ein etwas größerer Hardware-Launch und ich denke, wir werden auch noch andere neue Produkte aus dem Hause Google sehen. Bisher in den letzten zwei Jahren hat man die Pixel-Modelle am 4. Oktober vorgestellt. Das stand ja auch das letzte Mal beim letzten Video noch im Raum. Nun haben wir von einer sehr guten Quelle, wie gesagt, erfahren, dass es erst ein paar Tage später stattfinden wird. Auch wenn die Optik des Google Pixel 3 momentan sehr stark in den Medien kritisiert wird und vor allem die Notch des Pixel 3 XL nicht unbedingt das für das positivste Feedback hier im Vorfeld sorgt, so bin ich trotzdem weiterhin sehr gespannt auf das Google Pixel 3 und Pixel 3 XL, denn ich glaube, es könnten mit die besten Smartphones in diesem Jahr werden. Schade, dass Google den Fokus noch nicht so 100% auf die Hardware gelegt hat, wie es andere Hersteller machen und hier wirklich Geräte liefert, die vielleicht ein bisschen den anderen einen Schritt voraus sind, wie zum Beispiel Huawei das gemacht hat. Ich glaube, der Fokus von Google wird ein kleines bisschen mehr auf der Software liegen, aber Dinge wie der Pixel Stand oder eine neue Kamera finde ich persönlich trotzdem sehr spannend und man darf auch nicht vergessen, dass die Pixel-Modelle nun mal die Modelle sind, die Updates als erstes bekommen und auch eine Update-Garantie für 3 Jahre besitzen, was sie durchaus attraktiv macht, auch wenn sie höchstwahrscheinlich wieder relativ teuer sein werden.
Ich bin weiterhin gespannt, was uns Google hier im Oktober zeigen wird. Natürlich wird es dann im Oktober auch ein entsprechendes Video zu den neuen Pixel-Smartphones geben. Ich werde versuchen, meine Hände an diese anlegen zu können. Falls euch das interessiert, hinterlasst uns also gerne ein Abo, dann verpasst ihr das nicht. Und falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Und ich sage bis zum nächsten Video.